Damit hallo und willkommen zu Toho, die Highly Responsive to Prayers. Dem Teil Toho-Serie, der komplett anders ist als alle anderen. Mit Englischsprech, wie wir sehen. Bringt jetzt nicht wirklich viel, weil nicht viel Text da ist, aber egal, ich hab ihn. Fangen wir an. Und hier sehen wir auch direkt, warum es so seltsam ist. Es ist nicht wie der Rest von Toho in radikalen Damakushun ab Stil gehalten, sondern Arkanoid heißt das Spiel, glaube ich. Mit einigen Änderungen eben. Hatte nicht dieses komische Paddelbrett, sondern hat die gute alte Remo hier unten. Die gerade die Kugel durch die Karten durchgeschossen hat. Die praktisch unsere, ja, Blöcke sind, die wir also stören müssen. Die Kugel selbst allerdings in keiner Art und Weise hindern. Gesetzt diesen komischen Bullen da oben. Dann noch, ja, wir können schießen. Das kann man in Arkanoid in der Regel nicht. Außer in einigen Remakes. Ansonsten kann man eben sliden. Und wedeln. Habe ich eben auch schon mal gezeigt gehabt. Ja, und die Kugel auf dem Boden berühren, das ist sehr gut. Dafür darf sie allerdings uns nicht berühren. Das ist nicht ganz so gut. Aber naja. Irgendwo muss es ja. Das war Glück. Irgendwo muss man ja hier, ne, und so. Commentary ist toll, ich weiß. Lass mich in Ruhe. Das Spiel misst was laut. Nur Verdacht, nicht, dass ich da wieder zu. So. Das ist ja schön, ich kann das Spiel während des Spielens laut und leiser stellen. So praktisch. So. Achso, und das passiert übrigens, wenn man zu lange wartet. Und ich habe mir übrigens ein Makro gesetzt zum Schießen, weil es praktischer ist. Das heißt, ich kann jetzt mit Y normal schießen, mit C schieße dann an der Bulletwand. Da komme ich einfach in die Urne. Klar, tut mir leid, aber eh. Nix. Aber ja. Also wir haben Bomben, sieht man oben. Werde ich wahrscheinlich ziemlich häufig falsch hinsetzen. Gut. Aber erstmal der erste Boss, Shinkaku. So eine Art Torwächter. Und zufälligerweise auch im Slender Hinga Orb. Aber nicht nur. Sieht man das? Ja, man sieht es jetzt hier. Eine andere Priesterin oder irgendwas in der Richtung. Ein Maid, keine Ahnung, irgendwas. Und noch eine Form. Shinkaku ist also ein dritter Zwitter, keine Ahnung. Zwitter 2, dritter. Da hat's drei Formen! Schichtenergreifend. Und hat eine Lifebar, die runtergeht, sobald wir ihn treffen. Ist selbsterklärend, denke ich mal. Und damit dürfte das. Ja, knapp. Ganz knapp. Na, komm, sei. Wunderbar. Erledigt. Damit können wir uns entscheiden. Wollen wir nach Makai oder in die Hölle? Wir nehmen die Hölle. Warum? Weil ich gerade bloß auf Hölle habe. Tod und Verderben. Jetzt wird es wieder etwas leiser. Also, ja, Lautstärke in der Aufnahme umstellen ist wirklich wundervoll. Aber hey. Die Musik ist schön. So, hat gar nicht viel mit der Hölle zu tun, wie man sie vorstellt. Ich meine, da hinten sind irgendwelche Häuser. Aber hey, es ist Japan. Und das war ein Bombenmissbrauch. Ja, und das war ein Tod. Konzentration. Nein, Sache ist einfach die, dass man eine Bombe schießt, wenn man X und Y gleichzeitig drückt. Was relativ häufig passiert, so schnell wie das Spiel ist, weil eben schneiden, schießen und so. Naja. Komm. Gut, so geht's natürlich auch. Ne? Wollte jetzt eigentlich nicht die Stage so clearen, aber. Naja, wir haben es schon mal hart. Ey, au.
Ja, die Dinger schießen, sollte man bemerkt haben. Und die anderen Dinger lassen die Kugel abprallen. Ist alles ziemlich selbsterklärend. Also einfaches Spielprinzip, aber durchaus anspruchsvoll. So, na komm. Machen wir die Kugel auch so unglaublich schnell bewegt. Ich finde, es ist schnell. Ich habe auch nahezu keine Reflexe, die War Thunder. Aber ist schon was schwierig, ne? Ich bin schon froh, dass ich aufs Normal schaffe, halbwegs. Ich hätte sonst eigentlich auf Easy gespielt, aber es wäre auch irgendwie lame gewesen. Naja. Au. Ja, so, und rein da. Ja, Portale. Sieht man. Haben allerdings keinen festen Austrittswinkel. Also. Die Portal Laws applyen hier nicht. So nach Motto. Nach. Ja. Schnell den gehen rein, schnell den kommen raus. Nein, das ist einfach hier. Magisch. Energiehaltungssätze sind nicht vorhanden. Aber die Story könnte ich vielleicht mal kurz vorlesen. Ja, 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 auch ich. Oder auch nicht, weil es wieder Bosskampf ist. Wer könnte es sein? Ein Geist. Im Sailor Moon Outfit. Wir haben uns umgezogen, wir haben eine grüne Schleife an. Es ist Mima. Ein Freund, Feind, keine Ahnung. Auf jeden Fall begegnen sie uns noch häufig in der Vorbindungsreihe. Es ist ja hier auf PC 98. Natürlich habe ich hier am PC 98 auch stehen und spiele auf dem, ne? Ist klar. Wie sich das gehört. So. Musik ist auch schön. Und Mima schießt Raketen. Woher auch immer sie die nimmt. Aber die kann man halt nicht abwählen wie den ganzen Rest. Oder wegschießen. Komm, stirb. Hat man gesehen. Wenn man kein Leben mehr hat, dann können die Bomben einem Boss schaden, sonst nicht. Damit haben wir einen bösen Geist weniger. Wollen wir zumindest mal hoffen. Also weiter. Auch wieder ein sehr seltsamer Hintergrund. Irgendwelche komisch verzogenen, fratzenartigen Totenköpfe mit glühenden Augen könnte man da drin sehen. Oder man sieht einen Sterbebildschirm. Auch möglich. Oder eben irgendwelche komischen Berge, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr seltsam gehalten. So, und man wird jetzt ziemlich stark abgeschossen. So, achso, die Story wollte ich ja rezitieren. Was war denn das nochmal? Wieso? The game introduces the Shrine Maiden Reimu Hakurai. Englisch spreche mit japanischem Akzent. Ach, was soll's. Who frantically attempts to persuade a bouncing hanging orb to hit various on-screen targets, cards and bosses alike. Ich mag das Wort frantically irgendwie. Haben wir letztens schon gemerkt. Ja. Ja, Kirby und so, mit dem rede ich auch außerhalb der Aufnahmen. Sollte man nicht glauben, ne? So bei Aufnahmepartnern. Tja, anscheinend geht der Trend aber wirklich dazu, dass ich die Sachen jetzt alleine aufnehme, was irgendwie schade ist, weil, naja, Commentary qualitativ ist ungefähr so gut, wie diese Bombe gerade gesetzt ist. Na komm, eine Karte, die wird man doch wohl schaffen. Na, auch mit dir. Besser. Physik, Doc. Ja, ich bleibe hier schon. Danke. So, ah, die selbstspielende Stage. Muss eigentlich nichts weiter machen, außer versuchen, nicht zu sterben und aufpassen, dass die Kugel nicht wieder durch das Portal runterkommt. Und das war ein Bomben-Upgrade daneben. Ach, was soll's. Ich kriege noch genug, so oft wie ich sterbe. Weiß nicht mehr, hier muss mal sterben, eine Bombe. Irgendwie so hier Seelen sammeln und keine Ahnung. Ja. Gut, nee, das war gar nicht die Story. Hehe. Story ist schlicht und ergreifend. Irgendjemand oder irgendwas hat den Hakurai-Schrein im Erdboden gleich gemacht.
Und Remo ist entsprechend sauer und versucht jetzt den Verantwortlichen zu finden und zu bestrafen. Das war Glück. Deswegen geht's jetzt eben hier in die Hölle. Markael kommt auch, aber nächstes Mal erst. So. Über die Bande. Sehr sozial. Dankeschön, Portal. Bleibst du ihr? So, da, weg. Danke. So. Und nächster Boss. Es ist ein Mond. Nein, es ist ein Bronzespiegel. Mit einem eingravierten Mädchen drauf. Kikuri. Ich habe keine Ahnung, was sie darstellen soll, warum sie in Bronzespiegel eingraviert ist, was die weiße Kugel da macht, aber hey, egal. Außerdem hat sie eine ganz, ganz böse Aura, sieht man ja. Sie ist lila und alles, was lila ist, ist böse. Oder grün, je nachdem, was man Spieler spielt. Komm, stirb. Einmal aus Bomben ausräuchern, keine Ahnung. Aber die Musik ist schön. Einfach mal lauter stellen. Jo, das war's dann auch schon. So schnell kann's gehen. Und dieses Date ist einfach nur unsagbar rot. Macht mich aggressiv. Und der Fakt, dass die Karten so total querbeet hier verstreut sind. Und dass das Ding auf 5 Kugeln schießt. Einfach nur dezent übertrieben, aber naja. Was sieht man überhaupt? Ist es irgend so ein Schrein oder irgendwas in der Richtung? Da schwebt eine Kugel drin? Ich habe keine Ahnung. Naja. Ist jedenfalls leicht Augenkrebs. Aber nur leicht. Hier zum Beispiel, das Ding schießt nur 1. Warum hat das eben 5 geschossen? Das ist einfach nur... Gut, ich meine, das eine kann einen auch umbringen. Ist fast, aber... Naja. Die Schwierigkeit ist gegeben. Knapp. Sehr knapp, wie üblich. Das auch. Es erfordert eine hohe Präzision, hier wirklich schnell durchzukommen. Ich weiß gar nicht, gibt's Speedruns von Highly Responsive to Prayers? Wäre immer interessant, wie lange die Leute da brauchen. Müsste man sich mal ansehen. Oder nicht, weil man da Minderwertigkeitskomplexe bekommt, wie bei Speedruns allgemein. Das war doof. Zu früh reagiert. So, jetzt ist gut. Und einmal die Kugel durchjagen. Ist ein etwas nervigeres Stage, weil zum Beispiel die Kugel plötzlich auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigen kann. Beziehungsweise eben die Energiehaltungssätze hier nicht gelten. Heißt im Klartext, man stirbt. Das heißt es auch. So, also nochmal. Nicht verzagen, weitermachen. Auch schön, dass wir Unlimited Continues haben. So, aber ja, die Kugel bounced hin und her und verliert einfach keine Energie. Was ein bisschen nervig ist, gerade in so einer Situation zum Beispiel, wo die einfach da so lange hängen bleibt, bis man die irgendwann mal trifft. Dankeschön. Bedanke mich bei mir selbst. Ist das vermessen? Ich weiß es nicht. Ich denke nicht. Nein. Ich vertraue da auf meine professionelle Meinung, dass es nicht vermessen ist. Oh, gut. Das sieht schon mal passend aus. Jetzt einfach nur nicht zu oft sterben und die Kugel auch hier drin behalten. Denn wenn die wieder rüberfliegt, dann dauert das erstmal wieder 2, 3...
Minuten, bis man die wieder rüberboxiert hat. Weil die ganzen Wabels natürlich so schattig spaziert sind, dass die Ghoul niemals hier unten durchkommt, freiwilligerweise. Das war knapp. Oh, komm. Pfeff. Gute Güte, so. Und nochmal ein Riesen-UFO oder sowas in Richtung, keine Ahnung. Auf jeden Fall Punkte. Und Bombe. Noch mehr Punkte. Punkte. Und die Kugel einfach mal durch die Barriere durchschleusen. Wissenschaftlich sehr anspruchsvoll. Wir befinden uns offenbar im subatomaren Bereich. Weil sich die beiden Quantenzustände, Yin-Yang Orb und Barriere offenbar überlagern können und es eben keine Energiehaltung gibt. Hey, Endboss. Tada, ein Schwert. Kämpfer, Frau, Mann, keine Ahnung. Kongara, auf jeden Fall. Astralritter war das, glaube ich, die Klassifikation, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall recht launisch, wenn man den Sirius drücken traut. Gerade schlecht gelaunt, wirft einem teilweise auch Kusshände zu, also steht auf jedem Ufer parallel, keine Ahnung. Dann mal auf die Augen zu und erzählt und pennt oder sowas, so also beleidigend sowas. Fast so beleidigend wie die Attacken. Ich meine, diese komischen Wirbelkringel, Raupen, was auch immer, Minen, nicht die anderen, die da unten irgendwie eine Minute oder so rumwabern und verhindern, dass man sich bewegt. Also, sehr kritisch, hochgrün. Ja, die Dinger, die meinte ich. Jetzt sind auch noch drei davon. Wow. Ja gut, die sind jetzt halbwegs schon weggegangen, zum Glück. So. Nein, nein, nein. Böse. Laserstrahlen! Versuche ich Corby nachzumachen? Ich weiß es nicht, aber es gelingt mir, glaube ich, nicht. Komische Geräusche. Weiß nicht, also dieses Horn erinnert mich irgendwie an Yuki. Nicht Yuki, Yugi. So. Yuki ist ja wieder auch ein Toro-Charakter und Charakter in anderen Spielen und nein. Aber Yugi ist ja ein Oni. Also. Noch weiß ich nicht. Vielleicht interpretiere ich auch einfach viel zu viel da rein. Da, Kussmund. Kussmund. Und die Decke absägen oder keine Ahnung. Weil vom Laserstrahl aus der Mako abschießen ist schon ein Skill. Was soll ich denn da jetzt machen? So oft kann man doch nicht wählen. Muss ich mir jetzt auch ein Mädel-Makro setzen. Ja. Ja, Commentary ist toll. Wenn man sich konzentrieren muss. So. Hin und her und her und her. Serpentinenschmeißerin hier. Und da war ich gerade wieder am Rand. Also wirklich. Quantenzustände gibt's hier. Das sind keine Bugs, das sind Features. Wissenschaftlich sehr anspruchsvoll. Nein, nein, nein. Da. So. Ja. Komm, wir sterben. Nein, Das war lag. Ich hab eigentlich gedrückt gehabt. Ach, was soll's. Nicht aufregen, wir haben ja Zeit. So viel Zeit. Ich meine, ihr seht ja, wie lange es dauert. Von daher wisst ihr mehr als ich. Also nochmal das Ganze. Wird doch gar nicht langweilig. Ich weiß gar nicht, diese Wolke sieht irgendwie aus, als wären sie mit Paint gezogen worden. Irgendwie. Und wenn das irgendwo darstellen soll, nicht irgendwelche komischen
geisterhaften Anhängsel. Ich meine, Gongara ist ja irgendwie unten so halbwegs zerwasert, wie man es von Geistern erwarten könnte. Andererseits war mir immer auch nicht zerfasert, also... Doch, ich weiß es nicht. Was soll man noch erwarten? Das ist Neid, erwartet man. Nicht. Aber hey. So. Und nochmal. Ja, ich spreche halt was weniger wegen Konzentration und so. Ja, aber es ist auch einem wirklich ziemlich hinderlich, so ein verdienter Erzfeind praktisch. Man muss ehrlich sagen, bisher hat mich die öfter umgebracht als alles andere. Jetzt geht's ja momentan zum Glück. Aber die ist wirklich eine sehr gefährliche und unkontrollierbare Superwaffe, die Remo hat. Na, komm. Ja. Das war zu früh. Stimmt, ich habe keinen Run-Up bekommen. Hehe. Nein, nicht die Raupen, nicht die Raupen. Böses Gongara. Aus. Die Dinger sind okay, die schaden jetzt nicht so wirklich viel. Das ist nervig, aber hey. So. Und einmal. Und nochmal. So, das muss man einfach schaffen. Drei Bomben, drei... Ja. Zwei und letzter. Komm, den möchte ich auch noch richtig kriegen. Dankeschön. Piff. Und Meeresrauschen irgendwie abgehackt ist. Keine Ahnung. Alle tot. Toho ist abgesagt. Oder auch nicht. Versuch's besser zu machen nächstes Mal. Ja, ich bin halt nicht so sonderlich gut. Lass mich in Ruhe spielen. Ich habe schon genug Männlichkeitskomplexe. So, was sagt denn das Scoreboard? Vier Continues, das geht eigentlich. Mein Titel ist Low Scorer. Gut. Naja. Zumindest war es das für die Höllenroute. Wie gesagt, Makai kommt dann nächstes Mal. Nach ein bisschen was Kritik. Weiß nicht, wer sich das Wort ansieht und so weiter. Schreibt es einfach in die Kommentare und so weiter. Hab's gesehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.